So, und was sollte man da Schönes machen? Da war irgendwas mit Kilowattstunden und so? Genau. Aber ja, die kinetische Energie B ist die, mit der man den Vorkommen hat. Das soll man anpassen, dass man die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde, was in Kilogramm und die Energie in Kapillar einfällt. So, warte mal, jetzt nochmal langsam und zum Mitschreiben. Also erstmal muss da M halbe stehen, richtig? So, also m halbe mal v Quadrat. So, und wir wollen jetzt die Gleichung so basteln, dass die Einheit von dem W, nee, das ist nicht Einheit, das ist Zahlenwert, dass die Einheit, schreibt man mit eckigen Klammern, die Einheit von dem W, von der Arbeit, von der Energie soll Kilowattstunden sein, richtig? Kilowattstunden. So, die Einheit von der Masse soll Kilogramm sein. Okay. So, und dann gab es noch irgendein Zahlenbeispiel. Ja, okay, dann schreiben muss ich. Achso, ja. Aber warum ist jetzt das Zahlenbeispiel? Genau, also okay, dann schreiben wir das mal gleich mal so hin. Also dann wäre der Zahlenwert, ne, das soll die Einheit sein, das soll der Zahlenwert sein. Der Zahlenwert von der Masse sind dann 50.000. Also entsprechend Masse sind 50 Tonnen. Und die Geschwindigkeit waren 30 km/h. Okay. Ja, was kann man sich dann ansonsten so drunter vorstellen? Also das habe ich aber letztes Mal erklärt. Was kann man sich so drunter vorstellen, solche Aufgabe, wenn man mal so einen kurzen Check macht, größenordnungsmäßig, was sollte da rauskommen? Also wir haben irgendwas, das wiegt 50 Tonnen oder 50.000 Kilogramm und das fährt 30 km/h schnell. Was könnte das sein? Sag mal nochmal. In der LKW zum Beispiel. Schon ganz schön schwerer LKW, aber okay, ein Panzer könnte auch sein, ja, sehr militaristisches Beispiel, aber was fährt hier draußen auf der Straße vorbei? Auf Schiene, Straßenbahn, genau, eine Straßenbahn. Und eine Straßenbahn wird ja auch elektrisch angetrieben, ja, und elektrische Energie gibt man handelsüblich, zumindest wenn man die so abrechnet mit einem Zähler und sowas, dann ist da die Einheit Kilowattstunden üblich. Man kann elektrische Energie natürlich auch in Joule, in Wattsekunde, was auch immer angeben. Aber sagen wir mal so, für elektrische Energie ist das vielleicht durchaus üblich. So. Und die Frage, die man sich jetzt stellen könnte oder die vielleicht so in dieser Aufgabe steckt, ist, wir haben eine Straßenbahn, die wiegt 50 Tonnen, die beschleunigt jetzt auf 30 km/h, hat eine kinetische Energie, die diesen 30 km/h entspricht. Und wie viel Elektroenergie ist dafür notwendig? Und andersrum, wie viel müssen die Magdeburger Verkehrsbetriebe dafür bezahlen? Ja, so. Was haltet ihr so in der WG oder zu Hause oder so für eine Kilowattstunde an Strom? Ja, sowas in dem Dreh, vielleicht so 40 Cent, kommt drauf an, wie viel und ob man jetzt irgendwie Ökostrom hat und oder nicht. Und, aber ja, sowas in der, also wir könnten hinschreiben, so eine Kilowattstunde entspricht, das ist kein Gleichheitszeichen, ne? Das ist entspricht vielleicht ungefähr 40 Cent. So. Und die Frage wäre jetzt im Prinzip der MVB, was entstehen der für Kosten, wenn die eine Straßenbahn beschleunigt? Ja, und dann kann man sich überlegen, wenn die Straßenbahn dann wieder ausrollt, okay, dann geht die Energie in Wärme irgendwie piff verloren. Und wenn die vielleicht bremst, dann bremst die und dann geht es auch in Wärme verloren. Und dann kann man mit Straßenbahn und mit elektrischen Antrieben natürlich noch so clevere Sachen machen und so Nutzbremsen. Ja, also man kann Bremsen, die Motoren als Generatoren nutzen, kann versuchen, die Energie wieder zurück in das Netz zu speisen. Weiß ich nicht, ob die Straßenbahn das macht in Magdeburg, keine Ahnung, müssen wir mal Leute von der MVB fragen. So, und jetzt wollen wir eben aus dieser
allgemeinen Gleichung, ja, also das ist sozusagen eine Gleichung, die für alle Einheiten gültig ist. Hier kann ich alles in allen Einheiten einsetzen. Da muss ich mich, so wie wir es letzte Woche diskutiert haben, um diese Einheiten kümmern, die Einheiten miteinander verrechnen. So, und jetzt wollen wir daraus im Prinzip eine Gleichung machen, wo man eben das, die Energie, die Arbeit in dieser Einheit rausbekommt, die Masse in Kilogramm einsetzt, die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde einsetzt. Herein, herein. So, und der Trick, jetzt sozusagen das zu machen ist, oder was wir letzte Woche ja irgendwie gelernt haben, ist, ich kann mit Einheiten so rechnen wie mit anderen Sachen. Ich kann Einheiten gegeneinander kürzen, ich kann Einheiten irgendwie in andere Einheiten umrechnen. Und ich könnte zum Beispiel auch einen Bruch einfach mit Einheiten erweitern. Ja, könnte ich die ja im Nachgang wieder rauskürzen, aber ich kann sie auch erstmal so da stehen lassen. Und ich kann auf jeden Fall einen Bruch mit Einheiten erweitern. So, und der Prinzip, der Trick, den man jetzt hier nutzt, ist, also gleiches Gleichheitszeichen, ich nehme jetzt die Größen, wie sie hier stehen, und erweitere die mal mit den Einheiten, die ich eben haben möchte. So, also ich nehme die Energie. Jetzt muss man so ein bisschen aufpassen, ne, weil man jetzt Größen und Einheiten in der gleichen Gleichung hat. Also das ist immer noch die Arbeit, W, und das ist aber das Watt. Und wenn man jetzt so Einheitenformelsatz, wenn man sich das zum Beispiel im Übungsheft anschaut, sollte man feststellen, dass das W hier, dieses W für Work, dass das so ein bisschen kursiv ist. Also Größen sind kursiv, Variablen sind kursiv. Und dass das Watt hier aufrecht gedruckt ist. Einheiten sind immer aufrecht gedruckt. Nur so kann man die eben unterscheiden. Jetzt sind meine Tafelschreibskills aber nicht so cool, dass ich kursive und aufrechte Schrift hinbekomme. Ja, müssen wir jetzt mal. Das, dann sagt man so schön, ja, das ergibt sich aus dem Kontext. So, also, das ist die Arbeit. So, die erweitere ich jetzt mit Kilowattstunden und Kilowattstunden. Habe ich ja an dem Wert dieses Bruches oder dieser Seite nichts geändert. Ich könnte die Kilowattstunden wieder wegkürzen. So, das Gleiche mache ich jetzt hier drüben. Ich schreibe mal die ein halb davor. Ja, also ein halb. So, dann haben wir die Masse in Kilogramm oder mal Kilogramm durch Kilogramm. Das ist natürlich ein kleines K hier. So, und dann haben wir noch genauso die Geschwindigkeit mal Kilometer pro Stunde geteilt durch Kilometer pro Stunde und den ganzen Spaß zum Quadrat. So, jetzt habe ich im Prinzip, die Gleichung ist immer noch die gleiche Gleichung, ja, bloß ich habe mit den Einheiten erweitert. So, und jetzt mache ich wieder von den vielfältigen multimedialen Möglichkeiten dieser Tafel Gebrauch und nutze unterschiedliche Farben. Und zwar wollen wir jetzt diese blau umkringelten Einheiten, die lassen wir immer hier an der Stelle da, wo sie sind. Ja, weil dann haben wir ja sowas wie die Energie in Kilowattstunden, die Masse in Kilogramm, die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde. Und die anderen, die rot umkringelten Einheiten, die holen wir uns jetzt alle auf die andere Seite darüber. Also die stehen ja schon hier. Aber schreiben wir jetzt so, dass wir die sozusagen so am Ende sammeln. Und aus den Einheiten am Ende sollte dann eigentlich nur noch eine Zahl rauskommen. Und die Zahl ist dieser Faktor, den man braucht für diese zugeschnittene Größengleichung. Wenn man die Einheiten jetzt aber stehen lassen würde, würde doch im Endeffekt darf den 1 durch 2 Kilowattstunden, oder nicht? Der 1 durch 1 steht da. Also wenn ich die wieder wegkürze, steht da 1 durch 1. Ja, also ich meine, das, was wir ja haben wollen, ist, wir wollen ja rausbekommen, die Energie, ich könnte das Kilowattstunde vielleicht auch noch nachher auf die andere Seite holen, aber im Prinzip versteht man das, glaube ich, auch so, was hier steht. Ne? Also ich will rausbekommen, die Energie in Kilowattstunden, und ich will eben einsetzen, das ist immer noch die blau umkreiste Einheit hier. Ne? So, und ich will eben einsetzen, ein halb mal die Masse in Kilogramm. Das ist immer noch die blau umkreiste, das blau umkreiste Kilogramm von oben, mal die Geschwindigkeit durch Kilometer pro Stunde. Das ist immer noch das blau umkreiste Kilometer pro Stunde und das zum Quadrat. So, und das, was ich jetzt noch habe, wenn ich das jetzt mal alles einfach abschreibe, ist, ich habe ein Kilogramm, ich habe ein Kilometer pro Stunde zum Quadrat und ich habe eine Kilowattstunde. Wie kriege ich die Kilowattstunde von dieser Seite der Gleichung auf die Seite der Gleichung? Durch die Kilowattstunden teilen. So,
Also haben wir hier drüben ein Kilogramm, ein Kilometer, ja, schreibe ich mal so, Kilometer zum Quadrat durch Stunde zum Quadrat. Ja. Ja, kann man auch machen. Also das Quadrat gilt ja für das Kilo mit. So, ne? Und wir haben noch eine Kilowattstunde. So, Kilowattstunde. Und ich meine, ob ich das jetzt als Bruch in Klammern zum Quadrat schreibe oder so, ist, glaube ich, Jacke wie Hose. Auf jeden Fall sind das die ganzen Einheiten, die vorher rot umkreist waren. Ja? So, und naja, jetzt machen wir mit den Einheiten genau das Gleiche, was wir so letzte Woche gemacht haben. Wir versuchen, die irgendwie zu einem gemeinsamen Faktor zu verbasteln. Ja, so, und jetzt fangen wir wieder an. Also, ein Watt. Jetzt kommt wieder die Einheitenumrechnung. Ein Watt. Also irgendwie will ich die jetzt alle gegenseitig wegkürzen und da muss am Ende nur eine Zahl rauskommen. Ja, weil muss ja eine Zahl sein, weil ich meine, das habe ich in der Einheit eine Energie geteilt durch eine Energie ist eine Zahl. Eine Masse hat die Einheit einer Masse geteilt durch Kilogramm ist eine Zahl. Das ist eine Zahl zum Quadrat ist eine Zahl. Da muss das hinten auch eine Zahl sein. Das kann keine Einheit haben. So. So. Watt kann ich auch schreiben als... Ja, aber Ampere kommt ja hier nicht drin vor. Also ich müsste jetzt das Watt im Idealfall in irgendwas umformen, was hier schon mal so ist, so, ne, damit ich das kürzen kann. So, also Leistung war Arbeit pro Zeit. Ja? Arbeit pro Zeit. So, also haben wir, ein Watt ist das gleiche wie ein Joule pro Sekunde. So. Arbeit war auch Newtonmeter. Genau, Newtonmeter, Kraft mal Weg. So, und Newton? Kilogramm mal Meter durch Sekunde. Genau, das Newton kann ich auch schreiben als Kilogramm mal Meter durch Sekunde zum Quadrat. Habe ich noch eine Sekunde mit dazu, wird das Sekunde noch 3, habe ich noch einen Meter dazu, wird dann Meter Quadrat draus. So. Das können wir jetzt hier für das Watt einsetzen. Ja? So, dann streiche ich jetzt mal, hätte ich vielleicht mal noch andere Farben nehmen sollen, aber egal. So, also hier das Watt streiche ich weg und für das Watt schreibe ich jetzt eben hin. Kilogramm, Meter, Quadrat, Sekunde hoch 3. Ja? So, dann haben wir, also sehen wir schon mal hier, Kilogramm, können wir schon mal durch Kilogramm kürzen, das ist schon mal ganz nett. So, wir haben hier noch Kilometer zum Quadrat, Meter zum Quadrat. Quadrat, Kilometer sind wie viel Quadratmeter? 10 hoch 6. Genau, 10 hoch 6. Also, weil, wenn ich schreibe Kilometer Quadrat, gilt das Kilo als mitquadriert. Das Einheitenpräfix wird mitquadriert. Und Kilo ist ja 1000, 10 hoch 3, zum Quadrat macht das 10 hoch 6. Also anstatt des Kilo, ne, in der Quadrierung kann ich auch schreiben 10 hoch 6. So, und dann kann ich Quadratmeter gegen Quadratmeter kürzen. So, und jetzt ist das Letzte, was mir hier noch irgendwie fehlt, ist die Stunde. Eine Stunde kann ich auch schreiben als... Genau, oder erstmal 60 Minuten und eine Minute sind 60 Sekunden und dann komme ich auf 60 mal 60 Sekunden und das sind 3600 Sekunden. Und die 3600 Sekunden kann ich jetzt hier unten jeweils für die Stunde einsetzen. Ja, also ich mach mal das Stunde weg, mach mal daraus eine Stunde hoch 3 und jetzt mache ich das Stunde hoch 3 auch weg. Und mache daraus jetzt ein bisschen abenteuerlich hier drunter, aber 3600 Sekunden hoch 3 mit im Nenner. Ja? So, und dann haben wir eigentlich, also dann sehen wir können die Sekunde hier hoch 3 gegen die Sekunde kürzen und wir haben hier noch ein Kilo und Kilo sind auch 10 hoch 3, die können wir mit dem 10 hoch 6 kürzen, bleiben da oben 10 hoch 3 über. So, und dann
sehen wir genau das, was postuliert war und was auch so sein sollte, ist eingetreten. Wir haben alle Einheiten weggekürzt und da bleiben nur Zahlen über. Und die Zahlen können wir jetzt einfach ausrechnen. Naja, und mit dem Taschenrechner also 1000 durch 3600 hoch 3. So, und dann sollte da eben rauskommen, also das ist genau dieser Term, den wir hier vorher schon hatten, mal. So, und ich habe wie immer keinen Taschenrechner dabei. Das wäre auch viel zu viel verlangt von einem Übungsleiter in Elektrotechnik. Eine sehr gute Frage. Ja, man darf in der Prüfung einen Taschenrechner verwenden. Und er darf auch programmierbar und der darf auch, keine Ahnung, grafikfähig sein. Und da kann ich kann die Tafel ein bisschen höher schieben. Ich muss mal gucken, wie das so aussieht, aber ich kann die Tafel auf jeden Fall ein bisschen höher schieben. Okay, so, und ja, eins durch. Okay, kannst du das noch vielleicht einfach als Dezimalbruch hinschreiben? Ja, das ist auch nicht schön. Ist auch nicht schön. Ja, nee, klar, also das ist nicht schön. Du hast den Zahlenwert? Genau, das Ergebnis war, glaube ich, 10,7 mal 10 hoch minus 9. Das ist ein Halb schon mit drin. Okay, und in dem Ergebnis ist vielleicht das ein Halb noch mit drin, ja? Also dann schreiben wir, machen wir das ein Halb mal hier vorn weg und schreiben noch eine 2 hier hinten auch mit hin. So, und dann sind das, sag nochmal an, 10,7 mal 10 hoch minus 9. So, okay. Und das heißt, wenn man das jetzt mal mit diesem Zahlenwert ausrechnet, den wir hier noch haben, mit dieser Rechnung hier, kommt da was bei raus? 0,4822 Kilowattstunden. So, 0,48 Kilowattstunden. So, und das heißt, naja, wenn eine Kilowattstunde 40 Cent kostet und die MVB ist Großabnehmer, die werden die bestimmt auch noch ein bisschen günstiger bekommen, also vielleicht 30 Cent pro Kilowattstunde, das heißt, das kostet die irgendwie so 10 Cent, 15 Cent, 20 Cent, mal die Straßenbahn beschleunigen zu lassen. Ja, und also das ein Halb, klar, das können wir jetzt auch noch mit in diesen Zahlenwerte am Ende mit rein vermatschen. Genau, das ist, hier ist das jetzt das ein Halb mit drin. Deswegen habe ich das jetzt hier weggekürzt, da hinten hingeschrieben. Das, was wir hier vorne haben, ist jetzt wirklich nur das, was hier so übergeblieben ist. Ja? Und dann sollte das so passen. So, und ja, wozu braucht man jetzt solche zugeschnittenen Größengleichungen? Was ist jetzt sinnvoll daran? Genau, jetzt muss man sich eben nicht jedes Mal Gedanken machen über diese Einheitenumrechnung, sondern die hat man einmal gemacht, ja? Und jetzt gilt das eben so. Und ich würde das auch tatsächlich dann trotzdem in dieser Art und Weise hinschreiben und sagen, also hier kommt die Arbeit raus in Kilowattstunden, ja, oder geteilt durch Kilowattstunden, wenn ich die Masse durch Kilogramm rechne und wenn ich die Geschwindigkeit durch Kilometer pro Stunde rechne. Weil wenn ich das so in der Art aufschreibe, dann könnte ich ja jetzt hier immer noch andere Einheiten einsetzen, also wie meinetwegen Tonnen, ja, und dann müsste ich die Tonnen erstmal in Kilogramm umrechnen, dann kann ich die Kilogramm wegkürzen und dann habe ich eben meinen Zahlenwert, mit dem ich rechnen kann. Aber wenn man jetzt eben im, keine Ahnung, man macht irgendeine eine Messung, ja, und eine Messkampagne und man misst immer wieder irgendwie Größeneinheiten, Zahlenwerte von irgendwas und dann denkt man einmal über die Einheiten nach, die man, wie kommen die rein in meine Rechnung, was für eine Einheit will ich im Ergebnis haben und kann sich so eine zugeschnittene Größengleichung dann zusammenbasteln und muss eben nicht jedes Mal wieder über die Einheitenrechnung nachdenken. Das ist so die, genau die Idee so einer zugeschnittenen Größengleichung.